kann mich auch ganz da hinten hören. Ist das in Ordnung? Gut. Also, ich bin Holger Hartling, er hat mich ja schon vorgestellt. Also die Kurzversion wäre, ich bin Hamburger, habe 20 Jahre in Berlin gelebt und eben auch 98 eine Firma gegründet und die leider auch 2001 wieder zugemacht. Und bin jetzt letztes Jahr nach Leipzig gezogen, deswegen mag ich dieses Format auch. Ich habe damals so den Gegenwert eines Einfamilienhauses versenkt. Das habe ich jetzt zurückgezahlt, also mir geht es soweit ganz gut. Und ich war im Prinzip die Hälfte meines Erwachsenenlebens Pleitier. Vielleicht ist das der Grund, warum er mich eingeladen hat. Also, unter Umständen kann ich dem Format ein bisschen was beitragen. Nicht? Naja, das war die Kurzversion. Also ich könnte natürlich jetzt nach Hause gehen, aber ich habe auch eine Langversion vorbereitet, sozusagen. Nicht? Also, vielleicht nochmal so en Detail. Also das war Hertling Grafik und Neue Medien. Also Hertling, das bin ich, heißt Holger. Und ich habe viel Reklame gemacht, ich war in San Francisco, ich habe mit Freehand und Photoshop 1.0 gearbeitet, also so Reklame, Technik, Computer, Grafik, Corporate Design, so ein Kram. Und dann haben wir auch ein paar Webseiten gemacht und dann habe ich nochmal studiert und zwar in Berlin, weil ich dachte, ich muss die Theorie der Reklame nochmal hinterher schieben. Und dann wurde ein Kunde, wie das ganz klassisch ist, wurde ein Kunde nebenbei zu groß und dann dachte ich, jetzt gründe ich eine Firma. Und mein Papa hatte mir schon 2, 3 Selbstständigkeitsmachideen durchgerechnet und mit einem scharfen Strich unten drunter gesagt, ja Digga, das wird wohl nichts. Also er hat nicht Digga gesagt, aber so sinngemäß, der hatte so diese hanseatischen Kaufmannstugenden, die mir leider etwas gefehlt haben, zumindest zu der Zeit. Naja, er war konservativ. Ich war immer sehr begeistert und er war relativ konservativ. Insofern, wie gesagt, 2000, dann habe ich noch eine Galerie für moderne Kunst dazu genommen. Das war natürlich sehr sexy und sehr bunt und ein ganz schönes Schaufenster, aber das hat den Niedergang dann nur beschleunigt, kann man sagen. Das heißt, das war 2001. Also die Kunden, die ich aus der New Media Szene hatte, die haben letztlich nur das Fass zum Überlaufen gebracht. Also da war eine Menge in Schieflage. Nicht? Also ich habe zum Beispiel ernsthaft geglaubt, also bei allem Enthusiasmus, ich könne tatsächlich die Liquiditätsplanung an die Buchhaltung delegieren. Nicht? Also ich habe einfach mein Höhe nicht richtig gelesen und ich dachte, die Buchhaltung muss mir sagen, wann es schiefläuft. So, das war so vielleicht technisch das Verheerendste. Also als Unternehmer muss man jeden Abend mit großer Lust das Geld zählen wollen. Wer das nicht kann oder nicht will, soll nicht Unternehmer werden. Das ist ganz entscheidend. Und dann war sicherlich ein Faktor psychologischer Natur dabei, ich wollte einfach zu schnell zu viel. Also im Jahr 2 eine Galerie für moderne Kunst zu einem gerade entstehenden Unternehmen dazuzunehmen, war mindestens sportlich. Kann man mich dahin wirklich gut hören? Ich bin so ein bisschen irritiert mit dem Mikro. Das geht, ja? Vorne hört man mich, hinten hört man mich. Gut. Okay. Und wie gesagt, das war zu schnell zu viel. Ich habe im ersten Jahr 10 Praktikanten durchgeschleust, habe aber nicht darauf gewartet, dass die für mich Mehrwert bedeuten, sondern jeder durfte so lange bleiben, wie er wollte. Es war meistens sehr kurz und dementsprechend hatte ich da auch keinen Nutzen von. Nicht? Aber ich war sehr idealistisch, sagen wir so, und ich hatte die Zahlen vielleicht auch nicht so gut im Griff. Und dann kommt natürlich, wenn schon 2 Faktoren aus 10, man kriegt bei der Bank immer so ein Faltblättchen, die 10 Kardinaltugenden des Existenzgründers. Man braucht die 10 Punkte. Also man muss 10-mal Check machen, damit das alles passt. Ja, das ist ganz wichtig. Bei mir waren es nur 8 oder 8,5. Und dann kommt eine Krise dazu. Also bei mir war es jetzt die vorletzte Krise. 2008 kennen noch viele. Jetzt haben wir gerade wieder 7 Jahre Prosperität. Also ist es jetzt gerade wieder Gründerzeit, nicht? Wer weiß wie lange. Das heißt, also man muss diese Basis definitiv stehen haben. Ja, man sieht, also es geht auch nicht nur um Geld, es geht auch um ein Leben. Das muss man auch noch mit einplanen. Das heißt, also wer sozusagen denkt, er könnte sich aus der Arbeitslosigkeit selbstständig machen, weil das Arbeitsamt gerne die Statistik bereinigen möchte, ich rate sehr dagegen.
Ja? Man muss anderthalb bis zwei Jahre eigentlich überleben können, ohne einen Cent aus der Firma rauszunehmen. Ne? Wenn man das kann, dann, also es ist teuer genug, die Firma zu gründen und am Laufen zu halten. Wer denkt, er macht in drei Monaten oder sechs Monaten den Break-Even, verreckt meistens früher. Also das nächste ist, weshalb vielleicht die Kinderzeichnungen da waren, ist, wer Kinder hat, sollte sich vielleicht auch nicht selbstständig machen, wenn der Partner schon freischaffender ist. Nicht? Das ist gefährlich tatsächlich, weil die Chance zu scheitern ist sehr hoch. Das ist fast so risikobelastet wie mit Hebelprodukten an der Börse zu spekulieren. Nicht? Das, also in Hamburg haben wir so einen Schnack, erstes Jahr Note, zweites Jahr Tote, drittes Jahr Brot. Und wer im fünften Jahr gelandet ist, hat eine Chance am Markt zu reüssieren oder zu bleiben. Ja? Das ist sozusagen runtergebrochen, das, was man über Firmenfinanzierung in Höhe lesen kann, in etwa. Ja, also die psychologischen Faktoren sind wichtig. Wer zum Beispiel denkt, Geld stinkt oder über Geld redet man nicht oder das sind alles Bonzen oder Neureiche oder Scheißkapitalisten, ist vielleicht auch nicht die richtige Haltung, um sich selbstständig zu machen. Ne? Also es braucht auch so ein bisschen Lust auf Geld und auf Kapital und auf Risiko. Ja? So, das sind so psychologische Faktoren. Und dann ist natürlich ja, das Allerwichtigste, also Kapitalismus ohne Kapital, das wird wohl nichts. Nicht? Also das wichtigste Buch des erfolgreichsten Kommunisten heißt ja nicht der Arbeitslose. Nicht? Also das heißt ja anders. Und man muss, also ich empfehle dringend, wirklich jeden Topf anzuzapfen, den man finden kann. Also die Erbtante anschrauben, die Eltern bitten, ein Vorerbe auszusprechen, Fördertöpfe jeglicher Natur, jedes Darlehen, also jeden Euro, den man finden kann, aufsammeln, weil gute Projektmanager wissen, dass die meisten Projekte brauchen doppelt so lang, wie man denkt und sind leider auch doppelt so teuer. Nicht? Das heißt, man braucht einen längeren Atem als die ersten anderthalb Jahre. Nicht? Also Businessplan-Wettbewerbe sind gut, aber man sollte sie quasi nachts um zwei, wenn man geweckt wird, auch quasi aus dem Schlaf durchbeten können, damit man weiß, wann man wo steht. Ja. Wir sind schon weit. Ich habe ihm schon 12 Bilder geschickt und nicht nur 10, weil ich dachte, also, mal gucken, wie weit wir kommen. Also das Wichtigste ist eigentlich, es geht um Geld. Ne? Also wer sich gründen will, wer eine Firma gründen will, wer sich freischaffen machen will, also wer freischaffend tätig sein will, es geht immer um Geld. Und wie kann man Kohle machen? Es gibt nur drei Möglichkeiten. Ne? Es gibt drei Möglichkeiten, um zu Geld zu kommen. Die erste ist, man heiratet reich. Die zweite Möglichkeit ist, man erbt. Und die dritte Möglichkeit ist, man erfindet irgendetwas, was für die Welt wichtig ist. Also wer jetzt irgendwie die Mixtur von der Brause da aus Österreich kennt oder den Quellcode von Microsoft Office, der sitzt hier wahrscheinlich nicht. Also wenn man die Chance hat, irgendwas anzumelden, Patent anzumelden, ein Verfahren zu sichern, Geschmacksmuster, das ist wichtig, weil dann kann man Ideen, die man hat, auch monetarisieren. So, ich komme jetzt langsam zum Schluss. Das sagt man, wenn man noch eine halbe Stunde reden will. Ne? So, ich habe hier noch so ein, also das muss ich jetzt zitieren, von Paul Sutherland aus Zenvestment. Also wenn man seine persönliche Wirtschaftswissenschaft auf einige Hauptlehrsätze reduziert, wird sie unglaublich einfach. Diene anderen, erzeuge Dienstleistungen und Produkte, die anderen helfen, arbeite jeden Tag, selbst und ständig, vermeide Neid, atme und lächle. Wer nicht lächeln kann, soll kein Geschäft aufmachen. Das ist so ein chinesischer Schnack. So, und jetzt komme ich langsam zum Schluss, wirklich. Und zwar wurde Sir Winston Churchill mal gefragt, wie er es denn geschafft hat, die Briten zu motivieren, gegen eine Übermacht von Herrn Hitler durchzuhalten. Und da hat er vor Studenten in Oxford gesagt, geben Sie nie, 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 niemals auf. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe eine Frage, sag mal, Holger, 2001 war das letzte Mal, wo du pleite gegangen bist, oder so richtig, oder wann war das? Und jetzt 2015, was machst du heute? Was hast du daraus gelernt, würde mich mal so interessieren. Ja,
Also ja, 2001 bin ich tatsächlich das letzte Mal pleite gegangen. Ich hoffe auch, das bleibt so, weil ich die letzten 14 Jahre zurückgezahlt habe. Also ich habe letztes Jahr die schwarze Null geschrieben, nach 13 Jahren zurückzahlen. Stimmt, das habe ich vergessen. Danke, dass du fragst. Ich habe also 13,5 Jahre 4/5 meines Einfamilienhauses zurückbezahlt. Und dann habe ich ein bisschen was geerbt und habe das letzte Fünftel zurückgezahlt. Das heißt, seit letztem Jahr habe ich die schwarze Null geschrieben. Das waren die Bilder aus Vladivostok. Ich hatte immer die Karotte vor der Nase. Wenn ich 20.000 plus auf dem Konto habe, dann mache ich die Tour von Moskau nach Vladivostok und gucke von der anderen Seite über den Pazifik nach San Francisco. Das war die Idee. Nicht? Und das habe ich jetzt im Januar gemacht. Also ist alles bezahlt und ich nehme mal das Holz, dann habe ich ein bisschen Alp. Also toi, 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 bis jetzt läuft Fotos etc. und auch meine Film-Videoproduktion läuft und das nächste Projekt hoffentlich auch.